Hallo, Markus Welger, Autor und Referent für Fotografie und Gestaltung. Nach längerer Zeit der Abstinenz melde ich mich zurück mit neuen Tutorials. Heute möchte ich eine Serie an Workshops starten, die Adobe Illustrator von Grund auf erklären. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, bitte abonniert den Kanal. Mit einem Like könnt ihr meine Arbeit unterstützen. Ich habe hier Illustrator bereits geöffnet. Zuvor habe ich das Programm auf die Standardeinstellungen, also auf die Werkseinstellungen, zurückgestellt. Üblicherweise sehe ich in diesem Bereich die zuletzt verwendeten Dokumente, kann hier unten neue Dokumente erstellen und Dateien öffnen bzw. ein neues Dokument per Klick hier erstellen. Diesbezüglich hat sich in den letzten 2 oder 3 Jahren in allen Adobe-Programmen geändert, dass sich der früher etwas spartanische Dialog für neues Dokument so geändert hat, dass ich in 2 Drittel des Bereichs hier verschiedene Vorlagen sehe und ein paar Formate, in diesem Fall für mobile Geräte, also sogenannte Mobile Devices in diesem Fall. Wir haben es mit Bildschirmen zu tun, also ist der Farbraum RGB und die Maßeinheiten sind Pixel. Ebenfalls Pixel und RGB finde ich für Webvorlagen. Der Unterschied ist hier, dass es klassische Vorlagen hier sind für Bildschirmgrößen. Unter Film und Video habe ich nochmal Pixel und RGB mit dem Unterschied, dass es jetzt eben typische Bildschirmformate oder Videoformate sind. Grafik und Illustration hat als Maßeinheit Millimeter, als Farbraum jedoch RGB und Auflösung 72. Und was für mich am relevantesten ist, ist der Bereich des Drucks. Hier habe ich Millimeter als Maßeinheit und den Vierfarbendruck Farbraum CMYK, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz bei 300 ppi. Illustrator ist ein Vektorprogramm, von daher sind PPI in der Regel irrelevant. Allerdings verschiedene Effekte arbeiten mit Pixel und dann wird das, was hier eingestellt hat oder dann ist das, was hier eingestellt wird, relevant. Ich habe hier ein Format, das für mich als Kontinentaleuropäer, als Österreicher relevant ist, das wäre A4. Die anderen Formate hier sind US-amerikanische Standardformate. Mir ist der alte, etwas aufgeräumtere Dialog lieber. Das kann ich Gott sei Dank auch ändern. Ich schließe diesen Dialog hier. Um die Voreinstellungen bei Illustrator zu ändern, geht man unter Windows ins Menü Bearbeiten hinein. Hier im unteren Bereich befinden sich die Voreinstellungen. Hier bei mir am Mac gehe ich in das Programmmenü, also Illustrator, Voreinstellungen und zunächst mal auf Allgemein. Hier unter Allgemein möchte ich den Startbildschirm deaktivieren, mache ich also hier das Häkchen weg und möchte den alten Dialog für ein neues Dokument, also aktiviere ich diese Option. Und was ich ebenfalls noch machen möchte, ist, die Benutzeroberfläche soll nicht zu dunkel sein, sondern ich bevorzuge die mittelhelle Einstellung. Bestätige das Ganze wieder mit OK und sehe anschließend dann Illustrator in der normalen Benutzeroberfläche. Die möchte ich jetzt als nächstes einrichten und zwar so, wie es meiner Arbeitsweise am besten entgegenkommt. Adobe hat eine Kleinigkeit oder verändert aktuell eine Kleinigkeit bei den Programmen, bei den Programmen, mit denen ich arbeite, bei InDesign, Illustrator und Photoshop. Und zwar ist es so, dass man bisher in InDesign und Illustrator in diesem Bereich hier die Steuerungspalette hatte. Das ist eine kontextsensitive Palette, die mir immer Funktionen anbietet, die im Moment gerade relevant ist. Und dafür führt Adobe jetzt eine neue Palette ein und die nennt sich Eigenschaften. Das ist diese hier. Die Palette Eigenschaften gibt es im Photoshop schon seit, ich würde sagen, 10 Jahren oder mehr. Und neuerdings wird die oder gibt es jetzt diese Palette neu auch in InDesign und Illustrator. Speziell im InDesign ist es so, dass ich finde, dass die Steuerungspalette hier oben platzeffizienter ist als die Arbeit mit der Eigenschaftenpalette hier. Deshalb möchte ich dann gleich auch wieder die Steuerungspalette auch hier im Illustrator zur Ansicht bringen. Die kann ich einblenden, entweder übers Menü Fenster. Hier befindet sich im oberen Bereich hier die Steuerungspalette. Oder ich kann hier zu den klassischen Grundfunktionen, zu den klassischen Grundlagen umswitchen. Wir haben hier die verschiedenen Arbeitsbereiche von Adobe vordefiniert. Arbeitsbereich für die Arbeit im Web oder für Typografie oder für andere Bereiche. Alles das, was ich hier habe, sind quasi Sets, bei denen die Position der Paletten gespeichert ist. Also jedes
Jede dieser Einstellungen zeigt mir andere Paletten. Ich brauche ja an und für sich eh nur ganz wenige und da möchte ich mit den klassischen Grundlagen zunächst mal beginnen. Die Steuerungspalette, die Werkzeugepalette hier auf dieser Seite, bevorzuge ich zweispaltig. Ich reiße die im Moment mal ab, um zu zeigen, dass das geht und um anschließend zu zeigen, wie man sie wieder andocken kann am Rand. Wenn ich hier auf diesen Doppelpfeil klicke, kann ich umstellen zwischen der zweispaltigen Darstellung und eben der vorigen einspaltigen. In der einspaltigen Darstellung habe ich diese wichtigen Dinge hier, die ich gerne etwas präsenter am Bildschirm habe, relativ klein. Wenn ich auf zweispaltig gehe, sind die größer dargestellt. Ich habe direkten Zugriff auf diese Schaltflächen, die ich gelegentlich verwende und deshalb bevorzuge ich das. Um die Palette hier wieder am Rand anzudocken, bewege ich sie an den Rand. Dabei genügt es nicht, wenn die Palette den Rand berührt, sondern um sie anzudocken, muss ich den Mauszeiger bis an den Rand bewegen. Wenn ich die vertikale blaue Linie hier sehe, kann ich loslassen und die Palette ist angedockt. Der Vorteil des Andockens dieser Paletten hier ist, wenn ich ein Fenster, ein Dokument ganz anzeigen möchte, wenn die Paletten hier freischwebend sind, dann verdecken sie unter Umständen einen Teil der Grafik. Wenn die Paletten angedockt sind, dann wird ihre Position bei der Anpassung der Darstellung, das kann in diesem Bereich hier, ich habe im Moment kein Dokument offen, darum ist das ausgegraut. Aber wenn ich etwas von hier wähle, dann wird das eben berücksichtigt, wenn die Paletten angedockt sind. Diese Werkzeugpalette hier kann ich natürlich nicht nur, wenn sie abgerissen ist, umschalten zwischen einspaltig und zweispaltig, sondern so natürlich ebenso. Ich reiße als nächstes die ganzen Paletten hier vom Rand mal weg, um die für mich wichtigen Paletten anzudocken. Dazu beginne ich zunächst mal mit der Palette Eigenschaften, die ich selbst zwar nicht verwende, aber auf diese möchte ich dann in späteren Workshops gelegentlich nochmal zurückkommen, um zu zeigen, wie man mit ihr arbeiten könnte. Ich nehme sie an der Beschriftung hier, an der Registerkarte und bewege den Mauszeiger wieder ganz an den Rand. Wenn der Mauszeiger ganz nahe des Randes ist, sehe ich eine vertikale blaue Linie und kann dann loslassen und dadurch die Palette hier andocken. Sichtbar wird bei mir anschließend die Palette Bibliotheken, in der man Farben oder Schriftformatierung und auch Grafiken abspeichern kann. Da möchte ich jetzt im Moment nicht weiter darauf eingehen. Ich reiße diese Palette hier raus und schließe sie anschließend, indem ich hier auf das X klicke. Kombinieren mit der Palette Eigenschaften möchte ich die Palette Ebenen. Ich glaube, das müsste diese hier sein. Im Moment sind die ganzen Paletten hier als Schaltflächen dargestellt. Bei der Schaltflächendarstellung sieht es so aus, dass immer wenn ich eine Palette öffne, schließen sich die anderen Paletten. Ich kann das auch offen darstellen. Dazu habe ich auch hier diesen doppelten Pfeil. Wenn ich hier klicke, habe ich die offene Darstellung und jetzt sehe ich hier 1, 2, 3, 4 Palettengruppen. Und aus diesen Paletten, aus dieser Palettengruppe oder aus diesem Palettenkonvolut hier möchte ich die Palette Ebenen evakuieren und hier neben der Palette Eigenschaften unterbringen. Dazu ziehe ich sie an der Beschriftung, an der Registerkarte, bewege das hier in diesem grauen Bereich, der wird dann blau, wenn ich den Mauszeiger darauf bewege. Und wenn ich loslasse, habe ich diese beiden Paletten miteinander gruppiert. Im Moment beide leer, weil eben kein Dokument offen ist. Die nächste Palette, die ich hier unten unterbringen möchte, sehe ich im Moment gar nicht. Die möchte ich öffnen. Mit der arbeite ich relativ viel. Und zwar ist das die Palette Pathfinder. Gehe dazu ins Menüfenster. Alle Paletten kann ich über das Menüfenster öffnen. Ich wähle hier die Palette Pathfinder aus und bekomme dann drei Paletten miteinander. Und da möchte ich jetzt die Palette Pathfinder über der Palette Ebenen unterbringen. Ich ziehe sie dazu an der Registerkarte und bewege den Mauszeiger hier über die bereits angedockten Paletten. Wenn ich die horizontale blaue Linie hier sehe, kann ich loslassen und habe damit diese Palette angedockt. Dasselbe möchte ich nochmal machen mit der Palette Eigenschaften. Ich ziehe die ebenfalls an der Registerkarte hier raus,
ganz nach oben. Ich möchte die über der Palette Pathfinder unterbringen. Und wenn ich loslasse, wenn ich diese horizontale blaue Linie sehe, habe ich das hier ebenfalls so angedockt. Palette transformieren brauche ich in der Praxis eigentlich kaum einmal. Deshalb schließe ich die. Eine weitere Palette, für die ich etwas Platz benötige, ist die Palette Aussehen. Die möchte ich nochmal kombinieren mit den Eigenschaften hier. Ich kann das übrigens auch anders anordnen. Ich möchte, dass die Eigenschaften hier im Hintergrund sind. Also ziehe ich die hier nach rechts. Dann habe ich ganz vorne die wichtigste Palette, die Palette Ebenen, Aussehen und Eigenschaften. Ich lasse im Moment mal die Palette Ebenen im Vordergrund. Nun möchte ich noch ein paar weitere Paletten hier andocken, die ich gelegentlich brauche. Ich nehme zunächst mal die Palette Farbe und Farbhilfe. Kann ich gerade gemeinsam bewegen. Ich bewege sie, indem ich in diesem Fall hier an diesem grauen Bereich ziehe. Dadurch kann ich diese beiden bewegen. Das heißt, wenn ich hier ziehe, dann habe ich die ganze Palettenspalte hier. Wenn ich hier ziehe, kann ich eine Gruppe aus einem Dock rausnehmen. Und wenn ich an die Registerkarte ziehe, dann kann ich jeweils die Palette, die einzelne Palette verschieben. Und ich möchte jetzt diese beiden Paletten hier miteinander seitlich auf der linken Seite hier unterbringen. Ich bewege dazu den Mauszeiger an die linke Seite der bereits angedockten Paletten. Wenn ich die vertikale blaue Linie sehe, kann ich loslassen und damit hätte ich das hier angedockt. Brauche mir jetzt allerdings dafür, dass ich diese Paletten nicht so besonders viel brauche, zu viel Platz. Durch Klick hier auf diese Schaltfläche kann ich das Ganze auf Symbole minimieren und dadurch habe ich diese Paletten jeweils sehr schnell offen im Zugriff, wenn ich sie brauche, ohne dass sie wahnsinnig viel Platz brauchen. Ich muss allerdings nicht extra ins Menüfenster hineingehen und die Palette aufrufen. Diese Paletten hier schließe ich. Was ich noch haben möchte, sind die Paletten, die für die Schriftformatierung relevant sind. Dazu gibt es im Menü Fenster unter Schrift eine Gruppe. Hier gibt es die Absatzpalette, die ich haben möchte. Und da kommt ohnehin schon alles mit rein, was ich brauche. Die Zeilenpalette, die Absatzpalette und die OpenType-Palette. Ich ziehe zunächst mal die Palette Zeichen hier. Unter diese Paletten dann die Palette Absatz, unter die Zeilenpalette und die OpenType-Palette unter diese. Ziehe immer so weit, bis ich diese kurze vertikale blaue Linie hier sehe und wenn ich loslasse, habe ich das angedockt. Etwas fehlt mir jetzt hier noch, die Palette Transparenz und die Palette Farbfelder hätte ich gerne noch. Gehe also nochmal ins Menü Fenster hinein und öffne hier die Farbfelder und Transparenz, hier ist die gerade schon mitgekommen. Ich ziehe die Transparenz hier zwischen diese beiden Palettengruppen hier und möchte die Palette Farbfelder mit der Transparenz gruppieren. Dazu ziehe ich den Mauszeiger oder bewege den Mauszeiger hier auf dieses Symbol und diesmal ist ein rechteckiges, habe ich eine rechteckige Markierung, die sagt mir, dass ich das jetzt mit diesem Symbol gruppieren kann. Wenn ich weiter runter gehe, hätte ich nur eine Linie, dann würde ich es dazwischen platzieren, also eine Palette für sich. Und wenn ich etwas weiter rauf gehe und das sieht so aus und ich lasse los, dann sind diese beiden Paletten miteinander gruppiert. Ich schließe die restlichen Paletten wieder. Und was ich hier beispielsweise machen könnte, wenn ich jetzt mit Text arbeite, ich kann hier klicken, dann habe ich die verschiedenen für Text relevanten Paletten hier im Zugriff zur Bearbeitung. Wenn es rein um die Textbearbeitung geht, könnte ich auch das schließen. Dann habe ich diese Paletten hier klein. Und damit kann ich sehr flexibel mit der Oberfläche umgehen. Wie gesagt, das ist jetzt die Benutzeroberfläche, wie ich sie für meine Arbeit und häufig schon benötige, wie sie meine Arbeit am besten unterstützt und deshalb möchte ich sie speichern. Ich wähle dazu oder klicke dazu hier auf diese Schaltfläche für die Benutzeroberflächen und wähle Neuer Arbeitsbereich. Nenne das dann mein AB. Diesen Namen gibt es schon. Ich habe schon mal so einen abgespeichert, das ist okay, dann möchte ich überschreiben. Ich bestätige das Ganze mit OK. Und damit hätte ich das gespeichert. Das heißt, ich kann von hier weg auf andere Bereiche gehen und jederzeit auf meinen Arbeitsbereich zurückkehren. Und was vor allem praktisch dabei ist, wenn ich in der Arbeit bin oder bei der Arbeit bin, dann brauche ich eine Palette mal da, eine andere dort. Und
Irgendwann sieht das dann vielleicht mal etwas unordentlich aus. Und indem ich hier hingehe, hier klicke und sage, ich möchte zurücksetzen meinen Arbeitsbereich, habe ich anschließend wieder genau die Ordnung, die ich bereits gespeichert hatte. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, bitte abonniert den Kanal. Ich habe vor, in nächster Zeit wieder regelmäßig Videos hochzuladen, nicht nur über Illustrator, sondern auch über Photoshop, über InDesign und wahrscheinlich auch andere Themen der Fotografie und der Gestaltung. Und ich verbleibe bis zum nächsten Video. Markus Weger.